Think Global, Act Local. Sollte sich ein Künstler direkt international verkaufen oder erstmal lokal etablieren? Meine Meinung dazu jetzt. Für jeden Künstler stellt sich früher oder später die Frage, soll ich mich direkt international vermarkten oder erstmal in der lokalen Szene etablieren? Social Media bietet jedem ja die Möglichkeit, viele neue Fans auch international zu erreichen. Aber wann ist die richtige Zeit dafür? Zunächst muss man die Unterscheidung treffen, ist man hauptsächlich Studiomusiker oder Live-Musiker? Willst du also hauptsächlich Musik aufnehmen und diese dann veröffentlichen oder willst du viel live spielen? Je nach Genre und Künstler gibt es da ja große Unterschiede. Die zweite Frage ist dann, welcher Markt ist für dich überhaupt interessant? Für deutschsprachige Musik kommt natürlich hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz in Frage. Für englischsprachige Musik ist aber der Markt viel größer, da kann man die ganze Welt erreichen. Solltest du nur englischsprachige Musik machen und nicht wirklich auf Live-Konzerte aus sein, dann würde ich dir empfehlen, direkt den weltweiten Weg einzuschlagen. Nutz Social Media, YouTube, Facebook, Instagram etc. und versuch dich direkt weltweit zu etablieren. Für alle anderen macht es meiner Meinung nach mehr Sinn, sich erstmal lokal zu etablieren und dann nach und nach die Reichweite auszubauen. Aber wieso das? Nur mal ein Beispiel. Gerade im Hinblick auf Live-Auftritte ist es deutlich sinnvoller, zum Beispiel 1000 Fans in einer kleinen Region zu haben, als auf der ganzen Welt verteilt. Dadurch kannst du nämlich in dieser Region viele Leute auf deine Konzerte ziehen und wirst auch so von Veranstaltern eher gebucht. Wären diese 1000 Fans auf der kompletten Welt verteilt und du hättest in verschiedenen Städten und Ländern nur jeweils eine Handvoll, dann bringt dir das für Konzerte nicht wirklich viel. Lieber spielt man ein Konzert für mehrere hundert Leute als für 10. Außerdem lohnt sich die Anreise nach Argentinien, wenn du da 2 Fans hast, nicht wirklich. Demnach solltest du meiner Meinung nach zumindest auch deine ganzen Social Media Posts am Anfang auf Deutsch machen, dass du möglichst viele Leute in deiner Region ansprechen kannst. Nach und nach kannst du deine Reichweite dann erweitern. Du beginnst zum Beispiel, dir deine Fanbase erst in deiner Stadt aufzubauen. Dann in deinem Bundesland, dann in Deutschland und so weiter. Wenn du Musik machst, die international funktionieren kann, dann behalt das immer im Hinterkopf. Think global. Aber bau dir Schritt für Schritt deine Fanbase auf. Act local. Ab dem Punkt, wo es dann international wird, kannst du deine Posts auf Englisch oder zweisprachig machen. Dadurch baust du dir, finde ich, eine weitaus nachhaltigere Karriere auf und du kannst schneller Fans gewinnen, da diese dich auch live sehen können und das dann so weitertragen. Aber was sagst du dazu? Siehst du das vielleicht anders? Schreib's doch gerne mal in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!